Ich trau dir nicht. Ja, und? Ich spring aber. Ernst von mir, dass ich das Skateboard fahre, Dominik? Ja, klar. Du kannst es. Ich bin total abseits meines Bewusstseins. Ja, das macht's besser. Ja, ich weiß schon, aber so ich habe noch nicht mal was gegessen. Dann bist du nicht so in der Angst. Der muss Angst, ja, da habe ich auch keine Angst. Aber das ist einfach zum Essen muss man muss kein, also man muss nichts essen, um Skateboard zu fahren. Das macht man einfach. Ja, komm. Jetzt zeig, wie du kannst. Das ist echt Wodka. Ja, ja, ist Wodka. Ja, stimmt. Ja. Es war gut, ne? Dass du dich da nochmal überzeugt hast. Also, jetzt Oppi Galoppi, hoch da und dann geht's los. Das ist die falsche Richtung. Hallo, falsche Richtung. Oder du sagst mir, wie es geht und ich mach's. Ja, okay. Das kann eh jeder. Komm. Du kannst es nicht heute Morgen zu mir sagen, ich muss wahrscheinlich die Stufen runter. Das kann jeder, der irgendwas. Also. So da muss man quasi nur runterfahren und fertig. Das kann jeder Idiot, gib her. Das ist komplett einfach. Oh, oh, oh. Aber du machst danach auch. Okay? Okay? Nee, nee. Warum nicht? Ja, okay. Ich hab nur Probleme mit dem Anlauf gehabt. Der Sprung wäre voll klar gegangen. Wahrscheinlich, ja. Guck. Das ist ja jetzt wohl, das kriegst du hin, oder? So als Veteran. So. Das war doch schon mal ein Anfang. Das war doch gut. Das war ganz toll. Kann doch gar nichts passieren. Jetzt mach's nochmal richtig und dann ist gut. Dann haben wir tolle Aufnahmen. Nein. Du solltest jetzt endlich mal springen. Anstatt dir immer nur Gedanken darüber zu machen, wie irgendwas nicht gehen könnte und warum irgendwas gebrochen werden kann. Es kann nichts gebrochen werden. Du bist ein starker deutscher Mann mit starken deutschen Knochen. Da kann nichts brechen. Das meine ich 7 Tage lang. Super. Er muss reindrücken und dann. Ja. Ich möchte jetzt auf jeden Fall gerne daraus an den Pool und die Sachen holen. Herr Klaas entscheidet sich alleine zum Pool zu gehen. Wir anderen beschließen, beim Feuer zu bleiben, um die gefährliche Situation hier von der Ferne auf uns wirken zu lassen. Allen beschleicht ein beklemmendes Gefühl. Haben wir Herrn Klaas zu stark in Gefahr gebracht? Den meisten ist kalt und wir frieren. Jeden Tag kommen wir an gefrorenen Leichen vorbei, die hier in dieser extremen Höhe auf dem Boden liegen. Ausgezehrt und müde. Spürt man jeden Knochen, wenn man sich abends ins Zelt zum Schlafen begibt. Der eiskalte Sturm weht über das Zelt hinweg. Nachts erreichen die Temperaturen gerne einmal minus 30 oder auch minus 35 Grad. Ja. Man findet kaum Luft zum Atmen. Eine unwirkliche Landschaft ist es da draußen. Tiefer Schnee. Stille.
Totenstille. Sperrt ihn aus! Woohoo!